So, jetzt warten wir kurz, bis die Herzen sich wieder aufgeladen haben und dann können wir hier weitermachen. Es ist doch erstaunlich hell hier unten mit den Kürbislampen, muss ich sagen. Also im Wasser bringen die nicht viel, aber so, wenn sie hier neben dem Glas stehen, das taugt schon was. So, jetzt haben sich die Herzen genug aufgeladen, sage ich jetzt mal so, in meinem jugendlichen Leichtsinn. So, hier setzen wir uns mal eben eine Lufttasche, damit wir hier kurz schnappen können, und zwar Luft. So, und dann setzen wir hier wieder Sand oben drauf und fix wieder Luft holen. So, haben wir das auch. Soll heißen, jetzt geht's mit dem Glas weiter. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft mit dem Tunnel bis dahin, wo ich die Kuppel bauen will. So, bis hierhin will ich. Billig will ich. So, und dann werden wir hier mal das Glas ransetzen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und die nächste Reihe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und die nächste Reihe. Das ist ganz praktisch mit der Lufttasche. Da rennt man einfach durch und schon hat man wieder Atem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Und für den nächsten würde das zwar noch reichen, aber ich nehme lieber mal einen frischen Stapel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut, dann haben wir das hier. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Ist wieder äußerst spannend hier alles. Oder schon wieder so ein Ding hier krepiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, das sind genauso viele. Das ist sehr schön. Vielleicht kriegen wir das jetzt ja mal ein bisschen mehr gesetzt hier. 1, 2, 3. Und dann mal fix so weiter. Mal fix zurück in die Lufttasche, damit wir hier nicht wieder völlig absaufen. Ich habe kein Glas mehr. Oh, haben wir auch schon fast geschafft jetzt. Da sind wir fertig mit der Reihe. Die ist fertig. Die ist fertig. Und da muss ich wieder Glas haben. So, dann haben wir das. So, dann können wir jetzt wieder Schilder setzen. Auch sehr schön. So, fangen wir mal wieder hier hinten an. Da geht's los. Und da noch einen. Und hier den nächsten. Und dann muss ich den Stack wieder wechseln, dass man die Dinge mal nur zu 16... Ja, dass man diese nur so stapeln kann, das ist merkwürdig, wo man doch Kubikmeter Steine auf 64 stapeln kann. Also das kann weder vom Platz noch vom Gewicht her, kann das hier weniger sein, kann das mehr sein. Deswegen verstehe ich nicht, warum die Schilder nur zu 16 gestapelt werden können. Liebes Mojang-Team, da könnt ihr vielleicht nochmal dran schrauben. Das macht mehr Sinn. So, und hier die letzten paar. Habe ich noch welche? Ne, ich habe jetzt nur noch einen. Den setzen wir mal hier hin. Dann können wir den hier nämlich wieder wegnehmen und den hier können wir auch wegnehmen. Und dann haben wir hier die letzte Reihe nämlich auch fertig. So, dann nehmen wir das hier mal weg. Und dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite. Und bis hierhin wollte ich kommen mit dem Tunnel. Und ab da geht dann nämlich die Kuppel los. Da werden wir nur noch mehr Glas für haben müssen. Also 20 Stacks Glas werde ich mindestens haben wollen, bevor ich überhaupt anfange, die Kuppel zu bauen. Das wird also noch dauern. Seid mir da nicht böse, aber ich möchte die möglichst in einem Rutsch durchbauen, ohne da
groß immer noch Sand besorgen zu müssen und dann geht mir der schon wieder aus, wenn ich da eine halbe Reihe gebaut habe und dann muss ich wieder los und ah, das ist doof. So, ich denke mal, bis hierhin sollte das erstmal langen. Und jetzt gehen wir auf der anderen Seite die Schilder setzen und dann können wir den anderen Mist hier nämlich gleich wegbuddeln einfach. Das geht um einiges schneller dann. Immer schön die Schilder setzen. So, da noch ein und hier noch ein und da noch ein. 12, 14 Stück habe ich noch. Oder noch mehr? Nein, keine mehr. Ich mag das einfach, wenn man sich hier so an solchen Sachen so ein bisschen immer festarbeiten kann. Das ist. Sowas finde ich immer schön. Da baut man so eine lange Bahnstrecke und irgendwann denkt man so, meine Güte, wie weit bist du da jetzt gekommen? Das ist ja der Hammer. So, jetzt nehmen wir das hier erstmal weg. Na, da können wir noch ein bisschen weiter buddeln hier ruhig. So, den noch und dann soll das erstmal reichen, denke ich. Und dann gehen wir wieder Schilder setzen. Da haben wir wieder welche. So, zack und zack. Ich bedenke, wie ich hier am Anfang mir hier einen abgebrochen habe, immer solche Unterwassertunnel zu machen. Das ist... Ja, ja, das ist schon komplizierter gewesen, wie ich die Tricks hier noch nicht ganz so drauf hatte. So, und dann können wir jetzt wieder alles wegbuddeln. Naja, alles nicht, aber ein Großteil. Wenn wir dann mal noch eine Schaufel hätten. Die wir natürlich, schlau wie wir sind, nicht mitgenommen haben. Okay. Den noch, diese Reihe hier, und dann war es das erstmal wieder. So, bis hierhin soll meine Tunnelage nämlich erstmal laufen. Dann möchte ich hier den raus haben. Da muss nämlich rein, was nehmen wir dann da mal? Ein Stück Holz packen wir da rein, damit wir da nämlich den Knopf nachher ranbekommen. Den wir da hinten jetzt nämlich erstmal abbauen. Da muss auf jeden Fall gleich Glas hinein. Da habe ich der Knöpfchen. Das können wir hinten gleich mal setzen. So, und dann haben wir jetzt hier schon mal... Ja, hier wird es dann quasi losgehen mit der Unterwasserkuppel. Die wird wahrscheinlich ja, knapp bis unten zum Leuchtturm ungefähr mit auf die Höhe gehen. Müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen. Oder ich mache erst wirklich eine kleine Kuppel und von da aus geht dann ein kleiner Tunnel weiter zu einer großen Kuppel und dann mache ich sternförmig davon weg noch andere kleine Kuppeln. Das würde natürlich auch funktionieren. Habe ich Hebel dabei? Ich habe keine Hebel dabei. Gut, das heißt, wir müssen erstmal wieder einmal nach Hause rennen. Und dann nochmal gucken, dass wir vielleicht mit dem Eisen, was wir jetzt haben, die Bahnlinie bis hier vorne jetzt erstmal noch fertigstellen. So, dann fahren wir mal mit dem Ding hier ein bisschen weiter. Können wir das nämlich noch ein bisschen anschieben bis da hinten. Tock. Nee, vorwärts, nicht rückwärts. Komm, fahr. Schieben wir mal die zweite Lore mit nach Hause. Ich könnte die natürlich auch kaputt hauen und, naja, aber das ist ja nur halb so schön da eben, ne? Ja, so funktioniert das leider alles nicht so toll. Aber zumindest wisst ihr, was gemeint ist. Wir sind ja auch gleich da. Machen wir das mal eben so. So, dann kommt eine Lore wieder hier hin und die zweite, die jetzt gerade irgendwo hier verschwunden ist, da ist sie, setzen wir dann mal wieder dahin. Ju, und dann geht es jetzt wieder ans Gleise legen. Haben wir hier noch welche? Wir haben noch ein paar und wir haben auch noch diese und wir haben noch das und den Knopf brauche ich nicht. Gut. Wie weit ist er mit dem Eisen? Oh, da hat er aber. Aber er hat aber, meine Güte.
Ja, schon wieder beim Glasbein. Das heißt, da oben ist nichts mehr drin an Eisen. Schade aber auch. Gut, dann bauen wir uns jetzt noch wieder ein paar Schienchen fertig. Viele werde ich nicht mehr brauchen, denke ich. Zwei Stacks sollten eigentlich genügen. Hoffe ich mal. Gut. Nicht zwei Stacks, sondern zwei Schwünge hier. Zweimal 16 Stück. 32. Die könnten langen. Versuchen wir das einfach mal, ob das reicht. Zup. Huch, hier wollte ich gar nicht lang. Hier wollte ich hier runter, ja. So, und die dritte Bahnlinie, die ich machen möchte, die soll hier nämlich in die Richtung gehen. Also quasi nach Westen soll die laufen. Nach Osten können wir nicht so wirklich eine setzen. Beziehungsweise wir könnten schon, dann müssten wir hier aber nochmal irgendwo durch, damit ich hier meine... ja, diesen Tunnel hier nicht kaputt optimiere. Ich werde dann die Bahnlinie wahrscheinlich hier mittig laufen lassen. Und dann sehen wir weiter. So, jetzt muss ich erstmal einmal gucken, dass ich das Ding hier wieder auf Position schiebe. Einsteigen und Abschuss. Sehr schön, sehr schön. Ich hätte mal noch was zu essen mitnehmen sollen. Naja, Wurst, wir sind ja gleich wieder zurück. Ist schon klasse, so eine Bahnlinie, muss ich sagen. Die gefällt mir. Hier geradeaus können wir auch noch weiter bauen. Also, wir werden hier noch alles an Eisen, was wir finden, in die Bahnlinie stecken, schätze ich mal. Und da steht er. Den nehmen wir mal eben weg hier. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kommt an diese Stelle nämlich direkt die Antriebsschiene. Dann werden wir das mal nämlich so machen. Dann haben wir... Dann brauche ich erstmal wieder einen Hebel hier. Auf welche Seite habe ich die denn immer gesetzt? Auf diese Seite. Gut. Oh, nee, so war das nicht geplant. Gut, dann muss der auch mal wieder weg. Diese hier muss bleiben. Machen wir das dann jetzt am besten. Ich werde mal hier einen Hebel hinsetzen. Und zwar auf diese Seite, damit ich weiß, dass das Ding nochmal irgendwann wieder weg muss. Da mache ich mal noch ein Schild hin. Schiene wieder weg. Ach, da hat er... Ach, das ist ja doof. Ja, hier kann man leider nicht die einzelnen Sachen lesen, sondern Schiene... wieder weg und zwar diese hier. So, hier kommt jetzt eine ganz normale Schiene wieder hin und dann haben wir das auch fertig, was ich hier vorhatte. So, soll heißen, die Lore wieder geschnappt und wieder hinein ins Vergnügen und feuerfrei. Ja, hier kommen wir noch so. Ja, das war klasse ohne Ende. Da werden wir mal einmal kurz ein Stück zurückfahren. Damit wir... Oh, ich merke gerade, ich habe hier sowieso einen Fehler gemacht. Warte mal, ich bin... hier bis da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommt die nämlich hin. Die Antriebsschiene. Mensch, da brauchen, können wir das Schild ja gleich wieder wegnehmen da hinten. Ich hoffe zumindest, dass ich jetzt hier richtig bin. Der kommt mal dahin. Eingeschaltet. Und der kann wieder raus hier. So, dann klappt das doch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jawohl, jetzt läuft's. So muss das aussehen. Gut, sehr schön, es läuft.